Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Die Zweitbesetzung rufen, Micheletto zur Aufführung folgen, bei der Verfolgung einen Weg finden, wie die Assassinen-Rekruten das Stück infiltrieren können. Die Assassinen-Rekruten einsetzen, um die Ziele zu eliminieren. Ja. Ja, ja. Oh Mist! Cazzo! Cazzo! Nee, das braune hier. Ich verdrück mich besser. Das ist zu viel. Oh, oh. Oh, aspetta. Bitte, ich habe nichts getan. Francesco Troche, lieber Freund, würde ich euch anlügen? Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna preis. Und dieser informierte den Botschafter Venetias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur. Ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Trocke. Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen. Hab Dank, Cesare. Das werdet ihr nicht. Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucretia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere. Folgen wir Micheletto mal. Ganz ruhig, ganz langsam. Andiamo. Ich habe Geld nötiger als ihr. Bei der heiligen Jungfrau. Es kann sein, dass ich bei der Mission ein paar Mal verkacke. Yeah.
Ihr da! Ich kenne den Mann. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Tieni. So, Nummer 1 hätten wir schon mal geschafft. Ich glaube, es sind 3 Anlaufstationen oder so. Müssten es ungefähr sein. Oh Mann, ey. Hi, hi! Andiamo! Ganz ruhig. Geht, wie wär's für ein Stündchen in diesem Haus? Du weißt ja auch, wo du mit okay, komm. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Das ist für dich. Ich wechsle hier die ganze Zeit mein Pferd. Hi, hi! Andiamo! Du bist ja sehr gut geklappt. Ja, Pferd ist nicht gerade das Schnellste, das ist das Problem.
Ich wünschte, wir könnten. Oh, oh. Es erstaunt mich, dass die Leute nicht verstehen, wie der Hase läuft. Zugegeben, ihr macht das nicht schlecht, doch ich könnte. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Il tuo costume. Ah, okay, Ziel lokalisiert. Okay, scheiße. Also entdeckt, meine ich. War nicht der perfekte Punkt, um gerade. Ja. Ihr wisst schon, ihr seid ja alle AC-Profis. Weil der läuft ja dann wieder zurück und ich nach vorne und das war ein bisschen blöd. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Il tuo costume. Alles klar, ja. Ich muss doch links herum. Ist ein bisschen schwieriger jetzt. Weil jetzt macht eine andere. Eine andere Weise. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Il tuo costume. Stehen geblieben. Il Colosseo. Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft.
Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Jo. Da hast du recht. Abgang Bühne rechts. Unbemerkt ins Kolosseum eindringen und den Schauspieler Pietro finden und retten, bevor er von Micoletto umgebracht wird. Ein bisschen weiter nach links. Ganz viele Borgia-Wachen hier. Voll mies, ey.